Liebe zu Land und Leuten, die war halt einfach schon in mir. Und dann kam so die Zeit, wo ich mir überlegen musste, will ich jetzt mein Leben in Deutschland leben, mache ich meine Karriere in Deutschland? Und dann kam ich zu dem Schluss, nein, ich will einen Neuanfang machen. Ich gehe nach Israel und werde dort nochmal neu anfangen. Ich habe hier hinter mir die Vertreterin in München, Frau Gabriele Appel. Wir bearbeiten zusammen das Gebiet in Deutschland. Ich bin auch verantwortlich für alle deutschsprachigen Länder und freue mich sehr, dass es so einen Kongress gibt. Wie sind Sie zum Kongress gekommen? Gut, wir sind, wie gesagt, wir sind vielleicht die älteste zionistische Organisation und jede Sache, die jetzt irgendwas für Israel so da, Israel zu unterstützen, ist natürlich unsere Arbeit. Und Sie sehen auch, wenn Sie gucken auf unseren Logo, wir haben auch geschrieben, unser Logo oder unser Zitat, ja, Slogan ist natürlich für Israel. Das heißt, jede Sache, die Israel jetzt fördert oder Israel helfen wollen, ist unsere Sache. Wir spüren in Berlin große Neugier seitens der jungen israelischen Generation. Viele kommen als Touristen nach Berlin, andere als Studierende und wieder andere kommen mit spannenden Geschäftsideen und treffen in Berlin auf ein kreatives Umfeld, wo sie häufig zur Gründung eines Unternehmens ermutigt werden. Berlin today stands for optimism, pioneer spirit and a desire for peace. Characteristics we share here in Jerusalem. Viele Facetten der deutsch-israelischen Beziehungen erkennen wir in den Schwerpunkten der Labs: Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Religion. Es ist wunderbar, dass so viele israelische und deutsche Experten, Diskutanten und Moderatoren aus so vielen verschiedenen Bereichen im Programm mitwirken. We remembering the past, but we look into the future and the present and also the future looks wonderful in a way that the relationship between Israel and Germany is maybe one of the best today which we can rely on. Ich kann manches von dem, was er gesagt hat, emotional nachvollziehen. Ich kann auch begreifen, dass er aus der Tradition einer Widerstandsbewegung in Südafrika kommt. Aber solange ein deutscher Gewerkschaftsvorsitzender in diesem Vorstand sitzt, wird es mit mir keinen Beschluss geben, der da lautet, kauft nicht bei Juden. Nie wieder. Und ihr denkt schon über den nächsten Kongress nach, ja, think big. Berliner Olympiastadion, Londoner Wembley Stadion, Madison Square Garden, wir alle sind dabei, versprochen ist versprochen. So if you are investors, take my advice. It comes free of charge. Invest in tomorrow. Invest in the relationship between Israel and Germany. Invest in Israel's future. Invest, invest, invest. In this room, we can find great abilities and good attentions. And when ability and good attentions meet, the sky is the limit. Hello and shalom to all the participants of German-Israel Congress. Thank you for being there for us. Thank you for your support. I believe that the relations between Germany and Israel are of utmost importance, and the fact that you are supporting these relations, supporting Israel, is something that we are grateful for, and I'm here to say thank you. So shalom and have a successful Congress. Wenn wir jetzt aber mal vorausblicken, so, wo geht's hin? Wir sind ja unter uns, wir sagen es nicht weiter, aber mal eine Vision. Nun ja, 2015 wird der nächste Kongress sein. Wir hatten das Konzept angelegt, dass wir alle 2 Jahre uns immer wieder treffen wollen. Jedes Jahr natürlich größer, bombastischer. Wir wollen wachsen, das ist ganz klar. Und 2015 ist natürlich ein ganz besonderes Jahr. 50 Jahre deutsch-israelische diplomatische Beziehung. I'm confident that this Congress will provide a constructive framework to advance the many fields in which our two countries have been working together in the interest of strengthening the bonds between Israel and Germany and for the benefit of both our countries and peoples. Germany is one of Israel's closest friends, and the significant cooperation between our two countries covers a broad spectrum including trade, science and technology, education, culture and more. I greatly appreciate the efforts of ILI, I Like Israel, and I applaud the dedication of all the participants in the German-Israel Congress. I wish you many years of continued success. Sincerely, Benjamin Netanyahu.
Und ich nehme von hier mit das Gefühl, die kraftvolle Emotion, dass wir gemeinsam stark sind. Zusammen sind wir stark. Zusammen sind wir gar nicht so wenige. Zusammen, liebe Freunde, können wir auch viel. Zusammen sind wir sogar bärenstark. Dankeschön. Herr Dieter Graumann, Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland, vielen herzlichen Dank. But more important is the economic exchange and also the youth exchange and all the other projects. I read a fantastic book about Israel as a high-tech nation. It is so interesting if you are an industrialized country like Germany is. It's so interesting to see where all the new developments, biotech, are coming from. You know, there's room for a lot of synergy. We're quite good at coming up with new ideas, ideas that are generated in Israel in academia. The universities have sort of patent offices that their role is to register those patents and then to come to entrepreneurs and to commercialize them. Und das eigentliche Problem der deutschen Gesellschaft ist, das fand ich sehr schön, was Michael Sommer dazu gesagt hat, dass Staatsraison noch nicht Gesellschaftsraison ist. So we have to ask ourselves as a society, like, you know, are we still taking risk? You know, Christopher Columbus, he sailed off westwards, like off Portugal, and he didn't know what's coming there. Like, you know, he didn't know if food was gonna last. You know, maybe we run out of food and water before we actually like reach land. Berlin is Germany's startup capital. Over 44,000 companies were founded in Berlin last year. The spirit of entrepreneurship is all over the place. And I think that's the main thing, to actually start something, see that it's actually catching something in the market, see how the market reacts to you, try to get it right. Not right like the right product, but get it right in terms of the direction. Can I ask who in the audience ever been to Israel? Can you raise your hand? Okay, about 35%, 40%. Who never been in Israel? Can you raise your hand? 3%, 45% who have been, 3% who never been. 52% who don't understand my accent. Shaking hands like that is very old-fashioned and formal. Please hug each other like that. The Hebrew word for love is ahava. Want to say that together? Ahava. Ahava. Comes from the word hav, which means to give. Because true love is about giving. Es ist ein jüdischer Staat, ein Staat des jüdischen Volkes, ein Nationalstaat, aber religiös stark betont. Es geht nicht nur um die bilateralen Beziehungen, sondern es geht auch darum, gemeinsam etwas zu tun in der Welt. They look how these institutions can support them when they graduate to carry on and develop their ideas into business ventures. We can see these trends all around the world. The cultural field is a very stable and well established ground in Germany-Israeli relations. Globalization affects to a large extent how science is made today. And things are changing dramatically. David Ben-Gurion wird der Satz zugeschrieben: Wer nicht an Wunder glaubt, der ist kein Realist. Ich ermuntere und ermutige auch Sie daher, in diesem Sinn zu träumen, um Realist zu sein. Setzen Sie sich ein für eine bessere, eine sichere Welt, auf das wir vor allem gemeinsam als Weltgemeinschaft dazu beitragen, eine verantwortungsvolle Wissenschaft, ein durch Vertrauen geprägtes Miteinander zu ermöglichen. Israel und Deutschland und ihre Beziehungen zueinander könnten als Modell und Vorbild dienen. Vielen Dank, Toda Rabba und Shalom.